Fängst du so an? Oida, was geht ab, Leute? Team Wabbeltier. Heute mit Chong und seinem Teller Turbo Deck, das, mit dem er letztens getoppt hat, gewonnen hat. Und heute hat er es nochmal versucht, aber hat nicht ganz gereicht. Heute wollte ich eigentlich nur mitspielen, aber ein bisschen bestechen halt, die Quali abholen. Deswegen. Quali wird ja nicht runtergereicht, deswegen. Genau, aber heute war es nicht so toll. Hat trotzdem. Zeige ich euch noch mein Deck. Spiele ganz normale 3 Lenefs. Ganz normal wie immer halt 2 Altairs. Spiele 3 Unukais. Weil ich halt Maya Turbo spiele. 2 Vega. 2 Max C's, das war's aus Monstern, mehr brauchen wir nicht. Ein Bug spiele ich, dachte vielleicht spielen ein paar BAs und Shadol heute, aber halt eigentlich ziemlich wenig BA gewesen. Zwar habe ich gegen BA verloren, aber letzte Runde, aber ja. Ja, weil er gecheatet hat. Ja, war okay. So weit ging hier wie immer, echt gut. Mein Absatz ist Vega Satella Turbo. Das ist mein Speed halt. 2 Instant Fusion. Vega Noten, eine echt geile Karte. 2 Enforcement. Einfach um zu suchen. Und hier wieder 3 Skybridge, weil wir Satella Turbo spielen. Deswegen geht es dann noch schneller. Sehr eine gute Kombo auch mit Instant Fusion. Erzähl mal diese Kombo. Wir aktivieren halt zum Beispiel Instant Fusion, dann kommt Noten, Effekt Noten, dass ein Monster kommt und dann können wir auch Skybridge unchainen. Zum Beispiel, was weiß ich, wenn es ein anderes Satellamonster kommt, dann mit Effekt. Wenn es Altair, dann Effekt Altair sogar noch. Also haben wir eigentlich Plus gemacht. Bei Noten negiert er die Effekte. Kommen wir zu dem Ball, Standard, 3 Phoenix Chain. Ich habe 3 Coils gespielt. Weil es die beste Karte ist. Eine Oase, damit mein Kollege hier noch mehr leiden kann. Standard 3 Nova, 1 CC. Ja, echt krass. Emptiness ganz Standard. Und meine Geheimtech-Karte, habe ich heute eine Links-Main gespielt. Weil ich auch gedacht habe, vielleicht weil so viele Infernot spielen und Cosmo. Ich habe gegen einen Infernot gespielt, zwar nie gezogen, aber schade. Eine Frage noch zu den Fallen, weil du der beste Satella-Spieler bist. Fragen viele, ob du noch Minecraft spielst. Nee, spiele ich nicht mehr, weil... Also ich habe nicht mehr so viel Angst vor Necros, weil davor ist das Deck langsamer gewesen und jetzt durch Instant Fusion und Skybridge ist es halt schneller gewesen und jetzt habe ich eigentlich nur noch Angst vor Unicorn. Aber die kriegt man mit dem Phoenix Chain und so alles noch weg. Deswegen habe ich eigentlich auch nicht mehr so viel Angst. Aber wenn Trishula kommt, kommt es halt. Ansonsten mit Max C und alles haben wir eigentlich genug Speed, um alles wegzubekommen. Also BTH spiele ich nicht mehr. Ist Warning auch nicht, oder? Ist mir zu langsam. Warning ist mir zu teuer gewesen jetzt mit Instant Fusion. Und wenn du auf, also wenn man mit Warning auf, also bei BA Dante kommt der durch der Effekt. Bei Shadol ist es auch nicht mehr so toll, weil du zahlst 2000 und dann kann er eventuell nochmal einen unchainen oder El Shadol Fusion oder was auch immer. Und Necros muss er ja einfach Mirror wieder suchen und dann halt wieder Special. Was ist der? So, kommen wir zum nächsten Deck. Ja, heute noch eins auf den 5 Knuckle Shuffle gemacht. Dann den FU halt. Danach meistens hatte ich ja übrigens das Duell gewonnen. So, Vierern, Exiton. Ganz normal halt, alles Standard. Nicht so eine Vierern, ist doch normal. Vierer, ja, alles normal Standard. Cowboy, den habe ich wieder reingetan. Den habe ich letztes Mal gebraucht, jetzt habe ich ihn reingetan, das kam echt gut. Stimme ein, Torbjörn spiele ich noch. Ein Champion, den habe ich heute mit 5 Materialien rausgebracht und mit ihnen habe ich auch heute OTK gegeben gegen Clifford, das war echt geil. Ja, ich bin im Laden. Dann Satella Monster,
Dann spiele ich einen Deltaros, einen Ptolemäus, einen Diamond und zwei Trivia. Reicht. Und für Instant Fusion spiele ich zwei Noden. Ich spiele nur zwei Noden, weil ich auch eigentlich keinen Platz habe im Extra-Deck. Und durch Instant Fusion kann man ja auch, hole ich ihn meistens auf, um einfach wieder reinzumischen. Dann kann man auch einen Noden wieder reinmischen und dann kommt die dritte Instant Fusion auch nicht tot. Kommen wir zu meinem Extra-Deck, Side-Deck. Ich spiele einen Regal im Side gegen Chardol und Mirror Match. Was viele nicht wissen, mit Mirror Match ist, man kann Regal auch auf den gegnerischen Satella-Monster, also Effekt Unchained, dann kriegt er 500k und stirbt aber in der Endphase, das wissen viele nicht. Deswegen bist du besser Satella-Spieler. Ach, das wusste ich auch nicht. Ja. Krass, oder? Wirklich. Zwei Einwall wegen Infernoids und Cosmo und Necros. Zwei Lanzen gegen Necros. Hauptsächlich gegen Trishula. Gegen BA habe ich das hier und und das hier. Gegen BA und Chardol. Dann gegen Necros, Chardol habe ich noch drei vergeltendes C. Die kam heute echt gut wieder. Ich habe sie letztens schon gespielt gegen Necros und so. Echt geile Karte. Clifford, eine Feenwind, weil ich dachte, vielleicht kommt heute nicht so viel Clifford. Ich habe gegen einen gespielt, aber der hat auch verloren. Und 3 MST gegen Mirror Match und alles Clifford und alles, was Feinplastik ist. Das war's von meinem Deck. Hast du noch irgendwas zu sagen? Zum Turnier oder so? Zum Deck? Keine Ahnung. Abschließende Worte? Ja, vielleicht werde ich ein paar Sachen wieder ändern, wie Eisenmauer oder Hook. Die kam heute nicht so gut. Also letztens Soul Drain und sowas war schon geiler. Aber ansonsten, das Deck läuft echt gut, stabil. Macht immer Plus. Keine Karten kommen eigentlich tot. Ich freue mich auf das nächste Turnier am 24. Ich hoffe, ihr seid alle hier dabei in FT München. 24.10. Kommst vorbei, dann kannst du auch gegen Team Bubble Tea spielen. Wir sehen uns. Peace. Ist klar. Wir mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab, checkt unsere Sponsoren ab. Und ciao. Viel Spiel und Spaß mit Ultimate Guard. Denkst immer dran. Mhm.